Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück bei Bioshock Remastered. An einem Ort, an dem ich mich alles andere als wohl fühle. So, Maßempfindlichkeit kurz hochgestellt wieder. Ich habe ja schon mal gesagt, ich stelle die im Spiel immer hoch. Fine is in liquors, wine and beers. Stell die im Spiel immer hoch und sobald ich aus dem Spiel raus tabbe, auch nur für irgendwas, mache ich sie kurz wieder runter. Geht ja mit einem kleinen Tastendruck. Einfach. Da vorne sehe ich schon, dass da eine Überwachungskamera ist. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen da rein. Dann würde ich tatsächlich erstmal gerne hier hingehen, was ich da sehe. Wir müssen nämlich, glaube ich, einfach die Treppe hoch. Über die Treppe hoch geht's. Aber ich würde mich hier gerne erst umgucken. Und ich sehe... Oh, das ist die ist einfach. Die ist wirklich nett gesetzt. Oder? Nee, das ist sie gar nicht. Die ist hier irgendwo. Da oben ist sie. Gucken wir doch mal, dass wir die jetzt hacken. Hoffen wir, dass wir erfolgreich haben. Ich weiß, ich könnte einen Auto-Hacker benutzen. Will ich aber gerade nicht. Ich hoffe einfach hier so das Beste. Dass wir das hier runterlassen können. Genau. Das hier rüber. Hier rüber. Ah nee, warte. Hier sollte ich es nicht hinmachen. Da können wir es hinsetzen. Auch wenn es hier gerade nicht so viel bringt. Das hier nach drüben. Und jetzt noch einmal das richtige Verbindungsstück finden. Das richtige Verbindungsstück finden. Da haben wir ein richtiges Verbindungsstück. Sollte gehen. Perfekt. Damit ist die Überwachungskamera auf unserer Seite und ich fühle mich schon sehr viel wohler. Hier könnten wir einen Verbandskasten einsammeln. Ich habe ja kein Geld mehr. Jetzt hoffe ich gerade ernsthaft, dass wir irgendwo... Na, schade. Dass wir irgendwoher Geld finden. Ich habe es ja verspielt. Ich weiß nicht... Im Grunde weiß ich nicht, wie ich so leichtsinnig sein konnte, das zu machen. Sind wir hier schon gewesen, in der Ecke? Ich glaube nicht, oder? Hier könnten wir das alles nochmal durchsuchen. Atrium. Ah, deswegen erinnere ich mich da nicht. Hier kann man drum rumlaufen. Hier könnten wir auch hoch. Möchte ich auch nicht machen. Das brauchen wir nicht. Die Sicherheitskamera ist jetzt auf unserer Seite. Hier bin ich vielleicht reingelaufen und da nicht ganz rum. Closed. Ich will immer rennen und drück dabei. Ah. Naja. Gucken wir uns einfach mal hier. Wieso decken die hier noch? Ach so, weil ich die maximale Anzahl an Pistolen... Oh oh. Okay. Machen wir es uns einfach? Okay, da hinten ist jemand. Ich würde ganz gerne mal wieder Bilder machen. Zu wenig Punkte, kein Foto geschossen. Schade. Kann ich jetzt die Leiche, kann ich jetzt auch fotografieren, oder? Jawohl, die kann ich auch fotografieren. Ich vergesse das immer. Ich hätte auch von der Sicherheitskamera noch ein Bild machen sollen. Bevor wir sie gehackt haben, wohlgemerkt. Okay, nein, ich möchte jetzt aber ganz gerne wieder auf die Pistole. Die macht zwar nicht viel Schaden. Napalm-Limit erreicht. Zum Plattenladen. Alles war nur das Licht. Okay, hören wir uns mal wieder ein Tonband an. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsy nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Ich fürchte, wenn wir den Plattenladen finden, dann erwartet uns da nichts Gutes. Was ist das denn? Ah, okay. Ich dachte schon, hier geht's jetzt weiträumig weiter, weil es hier so groß aussieht, aber... Au, au, au! Okay, dann. Ich will davon ganz kurz ein Foto schießen. Denn ich glaube, von sowas haben wir noch nicht oft Fotos gemacht. Oh, das hat ordentlich gerade die Leiste geführt. Erhöht den Schaden. Geschütze sind anfälliger für Panzerbrechende Munition und Elektrizität. Wir machen auch noch ein Foto. Ich nehme gerade ein bisschen in Kauf, dass ich Schaden nehme. Ja, ich nehme es in Kauf. Und natürlich bringen die wiederholten Bilder nicht ganz so viel, aber... So. Ich hab total... Quatsch gemacht. Ich habe wieder voll auf die falsche Taste gedrückt. Ah! Ich immer. So. Theoretisch wäre das hier das Praktischste und dann nach oben.
um die Ecke mit Hilfe? Sowas. Mit sowas hier, dann da nach oben, wenn es geht, und wieder hier rüber. Ich verlangsame das hier mal, einfach nur so, um auch nochmal sicher zu gehen. Für den Fall, dass ich, und auch, dass hier verlangsamen wir, einfach nur, um es ein bisschen uns angenehmer zu machen. Jetzt müssen wir nämlich die passenden Rohre finden. So eins, bitte. Ich könnte es jetzt auch so machen, jetzt brauchen wir einfach nur noch zwei rüber. Das müssten wir auch haben. Ja, haben wir natürlich. Falsch. Das hier. Es ist nicht der direkteste Weg, aber es ist ein schöner Weg. So. Das Geschütz tut uns nichts mehr. Stickstoff haben wir auch das Limit erreicht. Waschbecken. Ich weiß nicht, ob auf höheren Schwierigkeitsgraden, ob es dann irgendwas bringt, wenn man diese ganzen Sachen hier benutzt. Ob man dann irgendwie, oder stellen wir Leben wieder her? Ich weiß es nicht. Wir haben ja gerade volles Leben, von daher. Verbandskasten konnten wir mitnehmen, sehr schön. Ich glaube, sonst haben wir hier gerade nichts Interessantes mehr. Na gut, wir konnten das Geschütz fotografieren. Ist ja auch schon mal besser als gar nichts. Hier könnten wir theoretisch einkaufen. Ich will mal ganz kurz gucken, was es hier gibt. Oh, wir können hier Autohacker kaufen. Das ist ja super. Brauchen wir allerdings gerade nicht Brandbolzen. Ja, ich weiß, ich habe kein Geld. Ah, ich muss wieder Geld einsammeln. Ich darf jetzt nicht R drücken, wenn die Sachen... Wenn die Geld dabei haben, sonst tue ich mir selbst keinen Gefallen. Was ist das? Leiche. Schade. Da war nichts drin, aber hier müsste theoretisch noch mehr liegen. Vorne noch so eine schön verkokelte. Ja, ja, gucken wir gleich rein. Na, schade. Immer ein bisschen Geld. Ich und meine... Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Denn hier unten ist es weitläufiger. Also gehen wir erstmal hier ins... Was ist es? Sophia Salon. High Fashion. Och, da gehen wir doch mal hin, wo es hübsche Klamotten gibt. Ich höre keine Splicer. Was nicht heißen muss, dass nicht gleich welche auftauchen. Ich habe gelernt, allem zu misstrauen hier drin. Einschließlich übrigens Atlas so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er uns am Schluss nicht verkaufen würde, wenn er eine Chance hätte, damit irgendwie... Ich weiß nicht, seine Frau... Also falls sie noch lebt, sie dann vielleicht doch irgendwie zu retten. Oder ob er uns nicht opfern würde. Was? Woher kam das jetzt? Ich habe wirklich das Gefühl, dass das hier mal Menschen waren. Nein, ich wollte nicht... Ah, Mist. Wild Bunny von Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch. Meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch. Mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Hier schießt was. Aber wo schießt es und warum? Okay, wir gehen wieder da drauf und ich rüste wieder meinen... nee, da habe ich kaum noch Patronen. Oh, Moment. Okay, nehmen wir den normalen Schrot. Das ist okay. Was? Wo? Was, wo offensichtlich nicht der gestorben ist. Manchmal bin ich mir echt nicht sicher, ob dieses Plasmid mir gut tut, wo man den Loot tauschen kann. Okay. Ich habe leider ein Plasmid verschwendet. Ich wollte eigentlich gar nicht. War jetzt hier dahinter eigentlich noch irgendwas, was ich finden? Einsammeln? Nein. Okay. Ich hasse nicht an. Was? Hast du was gesagt?
glaube nicht. Kerosin. Die sammeln da ja nicht alles ein, sondern wirklich nur das zweite. Das ist irgendwie doof. Ich glaube, ich tausche das Plasmid wieder aus. Sobald wir wieder eine Genbank irgendwo finden, tausche ich es einfach aus. Okay. Da ist wieder eine Sicherheitskamera. Noch sieht sie uns nicht. So. Und wir haben sie erwischt, bevor sie uns erwischen konnte. Jetzt schauen wir mal, dass wir auch hoffentlich zu der Kamera hinkommen. Ich muss hier nach unten. Eigentlich schon gar nicht so schlecht gelaufen gerade. Jetzt will ich hier rüber. Was wir machen könnten ist... Nee, können wir doch nicht. Lassen wir es so, wie es ist. Ist sicherer. Okay, ich muss hier rein letztlich. Braucht das richtige Verbindungsstück. Das wäre hier. Und jetzt noch ein ebenes, ein gerades Rohr. Sehr gut. Fertig. Und wieder ein Freund mehr. Und ich habe schon wieder vergessen, es zu fotografieren. Also ist noch Yuen-Vent. Muss ich, glaube ich, gerade nicht hacken. Gleich. Da hinten sich eine Eve-Spritze. Oh, danke, Eve-Spritze. Dass du zu mir kommst. Was könnte ich hier denn herstellen? Antiperson, Explosiv, Autohacker, Blutdurst, Gesundheit und Eve, wenn du Schaden mit dem Schraubenschlüssel zufügst. Trinker beim Trinken von Alkohol werden. Das hätte ich ganz gerne. Den Trinker. Kann ich das eigentlich herstellen? Nee, ne? Dafür fehlt mir irgendwas. Ah, Enzyme. Ich habe nur noch 2 Enzyme und ich bräuchte dafür 4. Ah, ja gut. Dann nicht. Wir gucken uns einfach mal weiter um, was wir hier noch finden. Warum ist die Kasse leer? Ich brauche Geld. Tschüss, Kasse. Ah, das ist wieder ein Turm. Streit unter Künstlern. Ich frag mich, wer ihm das Leben schwer gemacht hat. Und habt ihr übrigens vorher gesehen, ich habe einmal auf so ein weißes Gestellchen eingehauen und da sind Blutflecken entstanden. Das heißt, es ist so, wie ich befürchtet habe. Das sind wirklich Menschen gewesen. Ja, einfach nur... Ich rede hier gerade. Weißt du, wie unfreundlich das ist, wenn ich gerade erzähle und du kommst einfach ums Eck geschlichen? Kleiner Pisser hier. Mann, das kann ich ja gar nicht leiden. Was ist denn hier hinten noch? Ach, hier sind wir hergekommen. Mehr oder weniger. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau. Und da sind ja Blutflecken entstanden. Das heißt, es ist so, wie ich befürchtet habe. Und das sind Menschen gewesen, die der Typ einfach, der Gestörte einfach verwandelt hat. Obwohl ich früher auf den Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Cowpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seitenpartei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Ja, gottverdammte, behämmerte Künstler. Sehe ich genauso. Und ich sehe, da vorne ist MG-Patronen. Jetzt habe ich mich eben noch schnell umgeguckt. Aber ich habe vergessen, man braucht ja immer Geld, um diese... Der Parasit hasst 3 Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Eine Leiche untersuchen. Ich frage mich, ob wir hier eventuell irgendwie reinkommen, in diese ganzen geschlossenen Sachen. Oder waren wir da schon drin? Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall nach da hinten. Da sind wir nämlich noch nicht gewesen. Hier, das Le Marquis de Poc. Da ist Whisky. Ich bin gespannt, was uns hier umbringen möchte. Ah. Okay, da habe ich jetzt echt sehr, sehr... Forschungsbonus für Geschütze. Du findest beim Zerstören von Geschützen die doppelte Munition. Okay. Wisst ihr was? Ich zerstöre dieses Geschütz gleich einfach, weil ich es... Hatten wir hier nicht irgendwo Panzerbrecher? Die sollte doch eigentlich ganz gut... Oh, dann nehmen wir einfach nur ionischer. Das müsste mit Elektroschaden sein. So. Ein Schuss und das Ding ist kaputt und ich krieg hier... Na toll, Panzerbrechermunition.
Hat jetzt nicht so viel gebracht, habe ich mir anders vorgestellt. Naja, okay. Wir durchsuchen hier erstmal alles. Was gibt's denn hier Schönes für uns? Viel Whisky. Das ist ja super. Ich will dieses Plasmid, wo man davon Eve zurückbekommt. Okay, 11. Oh wow, jetzt könnten wir einmal den Alarm abstellen. Oder ihn ertragen. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ungesünder ist. Hier hinten geht's weiter, sonst haben wir... Ah, ja. Jetzt haben wir aber doch alles, oder? Was sind das? Hier geht bestimmt gleich eine Treppe runter. Ja, da geht eine Treppe runter. U-Invent, der interessiert mich aber gerade ehrlich gesagt nicht. Ist hier noch was? Nein. Vorne die Leiche, die interessiert mich. Zigaretten will ich nicht. Waffen-Upgrade-Station, das ist schön. Oben ist jemand, aber da kümmert sich hoffentlich unsere Selbstschussanlage drum. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Oh, Edelzigaretten. Nein, warte. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalismus. Ich muss erstmal kurz. Die sind plötzlich nicht mehr auf unserer Seite. Warum? Aber die sind doch... Aber die haben doch gar nichts gemacht. Warum haben wir denn jetzt einen Alarm ausgelöst? Warum habe ich jetzt einen Alarm am Hintern? Ich sitze den einmal kurz hier unten aus, ne? Aber... Aua! Ich muss mal eben heilen, stelle ich gerade fest. Das ist uns vielleicht ungesund. Das ist ein Houdini-Splicer. Ganz toll. Wo ist er? Da ist er. Meine Heilgegenstände. Aua! Warum? Toll. Wo ist der? Warum sind hier plötzlich so viele? Ja. Ist beabsichtigt. Warum ist er auf und davon? Ich wollte doch bloß reden. Rauchbomben. So unangenehm. Da ist er. Haben wir es jetzt? Sind wir jetzt fertig? Ja, hast du dich ausgesponnen? Oh, Geld. Dankeschön. Nehme ich gerne. Endlich mal wieder ein paar Gegner, die Geld hatten. Und ich hätte trotzdem so gerne jetzt dieses Plasmid, womit ich... Ich glaube, wenn ich das nächste Mal an so einen Adam-Automaten komme, muss ich das echt herstellen, dieses Trinke. Damit ich eben Alkohol trinken kann und dadurch Eve bekomme. Das wäre eine Vogelmaske. Das wäre mir sehr recht, aber jetzt wollte ich eigentlich... Ich habe erst gedacht, das wären Zigaretten, aber guck mal, das ist ein, das ist weg. Schon wieder? Ach so, das ist jetzt diesmal aber jemand anderes. Okay, ich werde jetzt einfach mal hier das Edelzigaretten nehmen. Das ist ein Tagebucheintrag. Irgendeine angeheuerte Mieze wollte mir diese noblen Oxford Klappklimmstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Nikotimraucher. Weshalb? Die schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Ah ja. Klingt ja lecker. Habt ihr einfach schon mal überlegt, nicht zu trinken? So gar nicht? Wo habe ich denn hier eigentlich den nächsten Automaten, wo ich... Da hinten ist eine Genbank, aber hier auch. Das Problem ist, ich bräuchte keine Genbank, ich bräuchte so einen Automat, wo ich Plasmide kaufen kann, damit ich Trinker bekommen könnte. Wo ist denn der? Der muss doch langsam mal tot sein. Draußen? Hier sieht es aus, als wäre hier gerade jemand gewesen. Und als wäre er jetzt nicht mehr hier. Achtung! Jede öffentliche Versammlung von mehr als 4 Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Jede Versammlung von mehr als 4 Personen. Also manche Leute, die viele Freunde haben, werden da schon so ein bisschen in Schwierigkeiten, glaube ich. Ich hätte jetzt ganz gerne... Ich habe irgendwo noch ein Pep-Riegel rumliegen sehen. Ich weiß nur nicht mehr wo.
Aber da würde ich jetzt ganz gerne hin, wenn ich ehrlich bin. War der hier drin, der Pepriegel? Mein Verbandskasten, aber das ist gut. Momentan bin ich für alles dankbar, was dafür sorgt, dass ich... Da war der Kuchen mit Cremefüllung. Okay, kein Pepriegel, ein Kuchen mit Cremefüllung. Nehme ich auch. Auf jeden Fall geht es meinem Leben jetzt wieder ein bisschen besser. Und war nicht noch irgendwo an einem Automaten ein Verbandskasten, den ich jetzt einfach mitnehmen könnte? Und ich bin an der Waffen-Upgrade-Station vorbeigegangen und habe sie nicht benutzt, die dumme Kuh. Mist. Mist. Und ich packe jetzt Deep ganz ehrlich raus. Ich mache da jetzt stattdessen irgendwas anderes rein. Statt Deep machen wir da rein Extra Nutrition. Bandagen, Sicherheitslücke, Eve Savers, Sport Boost, Extra Nutrition 3. Machen wir einfach das hier rein. Oder nein, ich weiß was Besseres. Wir machen den Eve Saver rein. Den habe ich ja noch gar nicht drin, oder? Wo waren jetzt erst? Hier war das. Wir haben drin Eve Link. Und jetzt würde ich ganz gerne hier den Eve Saver nehmen, damit Plasmide weniger Eve verbrauchen. So. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt muss ich gucken, wo dieses Waffen-Upgrade-Ding war. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin noch davor gestanden und dachte mir, oh, müssen wir gleich benutzen. Und hab's dann natürlich nicht... Was hat der hier eigentlich gemacht? Hat der Klavier gespielt? Ich habe noch gedacht, das müssen wir gleich einsammeln. Wo waren das? Das war, glaube ich, einfach hier unten irgendwo da, ne? Aber das tut mir schrecklich leid, dass ich jetzt hier alles doppelt wieder abklappern muss. Aber es ist nur die Waffen-Upgrade-Station. Und sich die entgehen zu lassen, wäre jetzt echt nichts. Wäre jetzt, glaube ich, echt nicht so das Smarteste. Kann es nicht gewesen sein. Es muss irgendwo... Wo war das? Mano. Hier kamen wir her. Das heißt, es kann gut sein, dass es... Ah, vielleicht war es hier drin. Das könnte... Ich glaube, hier irgendwo war... Ja, da unten ist sie doch. Hier. Nee, Q-Invent. Mist. Scheiße. Ich meine, da war sie. Ja, Waffen ab. Chemowerfer, Verbrauch, Reichweite, Granatenwerfer. Ich benutze nie gegen Granatenwerfer. Rückstoß will ich nicht. Ich würde mal sagen, eine verjüngte Düse verringert den Munitionsverbrauch des Chemowerfers. Den fände ich eigentlich ganz gut. So. Jetzt können wir weitergehen. Und zwar können wir jetzt... hier hingehen. Da muss ich auch noch hin, da ist eine Ecke, wo ich noch nicht gewesen bin. Und ich muss manchmal wieder auf die Uhr gucken, nicht, dass ich hinterher feststelle, hoppala, ich habe ganz viel... Ich Kiste mit Granaten. Natürlich nicht. Wie konnte ich auch nur hoffen, dass wir tatsächlich was daraus bekommen? Da geht's raus. Ha! Okay. Was? Wolltest du gerade was sagen? Wenn ja, tut's mir leid. Jetzt irritiert's mich auch nicht mehr immer so mit diesem nochmal R drücken müssen. Nee, da vorne ist nichts. Wenn wir jetzt nach oben gehen... Wie komme ich denn da hin? Ach, das ist aus dem mittleren Raum. Das ist gar nicht hier. Da muss ich wieder fast dahin zurück, wo wir angefangen haben. Was? Das war hier in der Nähe irgendwo. Und zwar... Da vorne. Das habe ich versehentlich nachgeladen, glaube ich. Stickstoff? Warte, ich hätte gerne das Napalm. Von Napalm haben wir am meisten. Hier waren wir noch nicht drin. Genau. Das Männerklo. Was zum... Kann man das kaputt machen? Schmelzen? Scheinbar nicht. Ich könnte versuchen, ob man es einfrieren kann und dann kaputt machen könnte. Aber ehrlich gesagt, Wette... Eine Toilette. Eine Toilette. Ist hier noch irgendwas Interessantes, außer dass wir jetzt hier verkohlte Figuren haben? Ich finde das absolut gruselig. Wer kommt denn auf solche doofen Ideen? Jetzt haben wir hier alles und ich kann wieder in die Mitte und die Treppe hochgehen. Ja, ganz toll. Mag ich. Zum Atrium zurück, das... glaube ich, habe ich gar nicht benutzt, die Pistole, oder? Nee, habe ich nicht benutzt. Na gut, wir gehen auch noch nach oben. Im Atrium, hier. Nee, nicht hier. Poseidon ist zu von so einer Tür. Es ist nicht gestattet, sich vor
der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Oh, pop, 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 pop. Mag dich irgendwie nicht so. Jetzt sind wir oben. Genau. Ah, da ist so ein Ding. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es. Ich sehe es doch ganz genau. Da ist es. Oh, danke. Was machen wir jetzt noch? Wo ist Trinke? Wie? Ich muss den ernsthaft basteln. Oh, nö. Eve-Upgrade. Erhöht im Maximum Eve. Gesundheits-Upgrade. Wir haben nur noch ein paar Pünktchen. Wrench Lurker, Human Inferno. Was zeigt denn diese Wirbellaufen? Insektenschwarm wäre ja auch irgendwie lustig. Aber ich würde gerne was Passives nehmen, wenn ich schon keinen zusätzlichen Slot mehr leiste. Ich würde fast das Eve-Upgrade nehmen, dass wir. Aber nein, jetzt nichts. Ich wollte gerne den Trinker haben. Das heißt, ich müsste eigentlich. Wenn ich ganz, ganz streng mit mir selbst bin, müsste ich jetzt. Moment, hier sind so viele Dinger. Die stellen ja immer ein bisschen was her. Wir hacken jetzt einfach zum Abschluss noch ein bisschen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Warte mal hier kurz. So. Nein! Oh, das war falsch. Das war... Nein! Falsch, 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 falsch. Mist, nein! Oh, nee. Toll. Okay, ich lerne. Der Autohacker. Dankeschön. Für 10 Dollar könnten wir uns jetzt allerdings heilen. Und hier war doch nochmal so ein Ding. Hier drüben. Wisst ihr was? Autohacker. So. Einfach nur damit, falls wir hier irgendwelche lustigen Gegner bekommen, dass die sich daran nicht heilen können. Ich finde das hier so faszinierend. Ich würde eigentlich gerne mal wieder auf meinen... Ich finde das so faszinierend hier drin. Come bite the apple. Bevor wir uns hier in irgendeinen Raum begeben, gucke ich mich nur erstmal um. Ich würde fast sagen, die Räume machen wir das nächste Mal erst. Ich würde hier einfach gerne schauen. Fleet Hall. Da soll ich vermutlich rein. Jawohl, da soll ich rein. Aber hier unten ist noch ein Raum. Den könnten wir uns eigentlich noch angucken. Das müsste das hier sein. Cohen's Collection Fine Arts. Ich traue der Sache nicht. Das muss doch die ultimative Hölle sein. Ich weiß gar nicht mehr. Hat Kaffee unser Eve wiederhergestellt? Ich hoffe es. Ach, und unser Eve ist voll. Ich bin so eine Pfeife. Das ist so creepy hier. Nichts. So creepy. Die war bestimmt gefesselt, bis er sie... Oh nein, der hat ein kleines Kind. Oh, dieser Mistsack. Oh, das ist so übel. Nee, so. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho. Sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Du bist so ein Drecksack. Der hat die Leute hier... Bei ihr sieht man es ja noch, sie war gefesselt und er hat sie umgebracht. Bei dem kleinen Mädchen nehme ich ganz stark an, wenn man so guckt, dass sie vielleicht die Hände vom Körper gefesselt hatte. Und er... Ich habe keine Ahnung. Aber das ist echt. Das ist echt... Cohen ist tatsächlich ein kranker Bastard. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Aber ist er. Pfeift da jetzt drauf, dass wir... Nee. Ich will das Ding hacken, nicht die Lagerkiste untersuchen. Hacken. Hoffentlich klappt das diesmal mit dem Hacken ein bisschen besser als eben. Aber sollte fast. Ich könnte hier mich nach oben wursteln. Ich muss nur noch ein bisschen nach oben kommen. Nach oben, rüber, das ist gut. Dann verlangsamen wir es hier.
Ich könnte es hier schon verlangsamen, das wäre doch gut. Dann habe ich im Prinzip alle Zeit der Welt, um hier meine Rohre zu verknüpfen. So, wo ist das Richtige? So eins bitte und auch eins nach oben. Jawohl. Ganz ehrlich, wir... Also ich kann ja im Prinzip mit viel leben. Ich kann mir einreden, dass es Stofftiere sind, wenn ich da irgendwelche Stofftiere sehe. Das sind Saves. Oh, oh. Ich ahne nichts Gutes. Ich ahne echt nichts Gutes. Ich bin immer so schlecht im Safe-Hacken. Wisst ihr was? Wir machen hier einfach... Wir machen hier einfach... Oh, oh, was war das? Wo ist die jetzt hin? Wo ist die dumme Kuh hin? Ich hör's doch, wenn sie sich portet. Du blödes Vieh. Tu doch nicht so, als wärst du nicht mehr da. Moment, ich untersuche doch mal den Safe nochmal. Pistolenkugeln. Ja, wisst ihr was? Dann wechseln wir mal ganz kurz auf die Pistole. So. Und suchen die mal. Viel Leben hat sie nämlich nicht mehr. Und sie hatte noch Leben. Die lebt noch. Die Frage ist nur, wo sie gerade ist. Ich will die ganzen Safes da oben öffnen. Aber eigentlich nicht, bevor nicht die erste tot ist. Weil ich Angst habe, dass wir sonst hinterher gleich drei auf einmal am Hintern haben. Du lebst schon noch, oder? Du bist jetzt nicht kaputt. Auch hier benutze ich meinen Auto-Hacker. Verbandskasten nehme ich gerne für den Fall, dass was schief geht. Und hier der letzte Auto-Hacker. Ich traue den Saves einfach nicht. Ich bin immer so schlecht, wenn es um Saves geht beim Hacken. Die Spritzen. Boah, das hat sich gelohnt. Habe ich echt keinen Platz mehr für MG-Patronen? Wie geht das denn? Na gut, ich versuche mir mal zu merken, dass hier jede Menge Sachen noch sind. Hier sind noch Pistolenkugeln ein paar, Panzerbrechende und vor allem MG und eine Eve-Spritze. Aber unser Leben ist wieder wunderbar voll. Mal so. Und da wir jetzt schon wieder ein bisschen über der Zeit sind, stelle ich mich jetzt draußen nur noch an die Stelle, wo wir gleich hin müssen. Vor die Fleet Hall. Ich gucke hier noch einmal hinunter. Das ist schon ein bisschen kranke Theater, oder was es darstellen soll. Da müssen wir gleich rein, in die Fleet Hall. Aber das machen wir erst das nächste Mal. Für heute bedanke ich mich dafür, dass ihr mit mir, ja, Fort Frolic ein bisschen sicherer gemacht habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Macht euch aber in jedem Fall bis zum nächsten Mal einen flauschigen Tag. Und bis dann, ihr Süßen. Bye, bye.